Hallöche, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Keller-Vlog. Ich habe in der letzten Folge ein kleines bisschen unten weitergemacht. Ich muss mal ganz kurz über den Müll rübersteigen. Ich hatte die Wände großteils, also das hier, das ist abgeschmörgelt. Hier muss ich noch ein bisschen weitermachen. Nicht wundern, dass ich mitten im Video vielleicht andere Klamotten anhabe, denn ich werde das über mehrere Tage jetzt filmen, weil es ist immer ein bisschen schwer, so ein 10-Minuten-Video zusammenzukriegen und dabei was Sinnvolles zu machen. Deswegen versuche ich das ein kleines bisschen auszudehnen. Kann dann zwar sein, dass die Videos zu alle 3 Tage vielleicht kommen. Ich weiß es noch nicht so ganz, aber ich denke mal, das hier unten wird ja auch ein kleines bisschen Arbeit machen. Ich habe das erste Teil ein bisschen weggekloppt, den Rest muss ich noch machen und das nimmt schon ein kleines bisschen Zeit auf sich. Ja, das Zeug rausschleppen und so weiter. Ich werde ja versuchen, immer noch ein bisschen Timelapse reinzumachen, dass es nicht zu langwierig für euch wird. Aber Arbeit muss getan werden und deshalb werde ich gleich den Aufsatz nochmal ändern, werde dann hier vorne das wegkloppen, das ganze Zeug erstmal rausschaffen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo erstmal auf dem Hof deponiere und mir dann irgendwann mal eine Firma hole, die das, ja, den ganzen Schnodder vielleicht mal abholt. Bin ganz froh, dass der Staub jetzt weg ist, also ich habe jetzt, ja, ich habe gestern nichts getan, also heute ist ja Sonntag, das andere Video war von einem Freitag und ja, ihr wisst, man braucht immer ein kleines bisschen Pause dazwischen. Fange ich gleich an, mache ich unten den restlichen Schnodder raus und wir gehen mal über in die Timelapse. Ein kleines bisschen was wegräumen, denn ich habe mitgekriegt, wenn ich da vorne jetzt mit dem Bohrhammer permanent reingehe, dass wenn ich den Stein nach vorne schiebe, dass es immer schwerer wird. Deswegen ein bisschen Schutt wegbringen und weitermachen. Oh, fuck it! Ach man, ist das schwer! Bevor du dich jetzt fragst, warum nimmt der Typ das eigentlich mit der Hand alles raus? Ich habe irgendwie noch die Hoffnung, dass ich irgendwie ein altes Centstück oder sowas finde oder aus, keine Ahnung, aus Kriegszeiten irgendwelches Geld, aber ich glaube eher nicht, dass ich so ein Glück habe, aber ja, ich versuche es trotzdem mit den Händen weiter. Ich habe nur einen Spaten oder eine Schippe am Schub, aber vielleicht hat man Glück. Ich habe was gefunden. Dabei ist es nur ein Knopf. Ich hoffe, die Kamera stellt es gerade scharf. Ich habe nämlich keinen Bock, gerade hinzugehen. Ein Knopf. Besser als nichts momentan. Weiter geht's. So, der erste Teil vom Schutt ist großteils weg, ist ein bisschen anstrengend und jetzt versuche ich noch ein kleines bisschen hier weiter abzukloppen. Wie weit ich heute komme, weiß ich nicht, denn ich habe auch immer wieder ein kleines bisschen Zeitdruck. Ich versuche es. Wenn ich plötzlich andere Klamotten an habe, ihr wisst Bescheid, dann ist es der nächste Tag.
So Freunde, fast eine Woche später, ich habe da mal gehört, dass ich im Video sage Sonntag, dass ich Sonntag das gemacht habe. Ja, es ist schon ja, wirklich fast eine Woche her und ich bin auch noch nicht wirklich weitergekommen. Liegt großteils daran, ich hatte arbeitsmäßig ein kleines bisschen zu tun, privat ein kleines bisschen was zu tun und deswegen ist das ein bisschen hängen geblieben. Mache aber natürlich morgen weiter, also morgen versuche ich wirklich den Rest zu machen. Und ja, jetzt wisst ihr, ich habe jetzt ein kleines bisschen Urlaub, das heißt, es werden auch wieder vermehrt Videos kommen. Ich werde versuchen, auch wieder Gaming zu machen. Das einzige Problem, was ich jetzt momentan habe, ist, dass mein Netzteil aufgegeben hat von meinem PC. Ja, ich weiß, überhaupt gibt dann alles überhaupt die Auffahrt? Gibt dann alles bei dir kaputt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Werde jetzt nachher noch losfahren, neues Netzteil holen für den PC. Am besten gleich ein bisschen mehr Watt, dass ich noch ein bisschen Reserve habe, falls irgendwas beim PC geändert werden muss oder umgebaut wird. Und der Winter ist endlich auch bei mir angekommen. Ich meine, gut, einige von euch, die werden seit Wochen übstes Schneechaos haben und so weiter und so fort, aber bei mir kam auch der erste Schnee. Also ein bisschen geschneit hat's, also es ist nicht viel liegen geblieben, es ist vielleicht 2 Zentimeter und so. Aber ihr wisst, ich mag Schnee, auch wenn man von der Straße halt viel runterräumen muss und ich immer keine Lust drauf habe, oder keine Zeit, besser gesagt. Mag ich es dennoch, wenn es schön kalt ist. Hier unten hat es auch, sagen wir so, eine gute Temperatur angesammelt. Also ich glaube, hier ungefähr um die 16 Grad habe ich es hier jetzt gerade. Also wenn draußen minus 8 sind, habe ich hier drin immer noch plus 16, das ist ganz gut. Im Sommer werde ich, denke ich mal, auch konstante 16 Grad haben. Und das ist auch eigentlich mein Ziel. Gut, ich versuche die nächsten Tage auch wieder ein paar Videos zu machen. Ich weiß nicht, ob irgendwelche anderen Teile einen Knacks weggekriegt haben durch das Netzteil. Ich hoffe meine Elgato nicht, sonst muss ich mit der Cam Link an der PlayStation arbeiten. Und Atlas kann ich erst nächste Woche wieder weitermachen, aber dann auch mit euch. Ich habe nochmal mit Nitalo ein bisschen geschrieben. Wir bekommen ein 9x9 Cluster und ich glaube, auf jedem Cluster können 50 Leute drauf. Sorry, dass das alles so lange dauert. Aber momentan geht es halt leider nicht anders. Ist halt ein bisschen blöde alles jetzt gelaufen. Ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Verständnis. Ich freue mich dennoch bald mit euch zu spielen. Ich werde auf meinem Kanal sowieso ein paar kleine Änderungen machen. Das heißt, es werden nicht nur Spiele reinkommen, sondern ich werde auch ab und zu mal so ein bisschen Blödsinn machen. Also einfach mal random irgendein Spiel machen und einfach mal ein bisschen drauf reagieren. Ich habe mir sogar meine alte PlayStation 2 wieder besorgt, meine PlayStation 1 und will da ab und zu mal ein paar Games reingucken, ein bisschen Nostalgie hochholen oder einfach mal ein bisschen Quatsch machen. Na gut, Freunde, mach jetzt hier erstmal Ende. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat und bis bald. Ciao.